Hallo liebe Videospielfreunde, hier ist wieder euer Andi von Retro Video Game Reviews und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Das Objekt der Begierde ist die The Legend of Zelda Majora's Mask 3D Special Edition. Ich habe sie mir bei Amazon gekauft, amazon.de, und habe sie jetzt einen Tag vor dem offiziellen Release-Termin bekommen und habe schon lange Zeit kein traditionelles Unboxing mehr gemacht. Ja, und dann habe ich gedacht, ich zeige euch das Ganze mal hier in einem kurzen Video. Wir packen das Ding aus zur Info. Einen Zelda New 3DS habe ich mir jetzt nicht bestellt. Den brauche ich nicht unbedingt. Ich kann mit meinem guten alten normalen 3DS XL leben. Deshalb tut es jetzt hier für diesen Fall bei mir erstmal die Collector's Edition bzw. ja, die Special Edition. So sieht das gute Stück aus. Auf dem Cover bzw. vorne haben wir dann das Logo, Link mit den Masken und einmal hier ein kleines Bild, was dann alles drin ist. Das könnt ihr dann auch sehen. Zum einen hier die Goodies und das Spiel natürlich an sich. Freigegeben ist das Ganze ab 12. Dann haben wir hier auch nochmal aufgezählt, was alles enthalten ist in der Special Edition, nämlich das Spiel, dann ein Steelbook, dann ein Pin und ein Poster. Wenn wir das Ding mal seitlich drehen, haben wir hier das Skull Kit. Auf der anderen Seite ist der Maskenhändler. Hier unten ist nichts und hinten haben wir dann noch ein Bild von Link. Und dann noch eine kleine Beschreibung, da steht dann, die Zeit ist gekommen, kannst du in 3 Tagen die Welt retten. Und 2 Screenshots, mehr haben wir hier in dem Fall nicht. So, ich werde jetzt mal hingehen und das Ganze aufmachen. Ist gar nicht mal so einfach, zack, fertig aus. Ich habe überlegt, mir das Ding 2-mal zu kaufen, einmal zum Sammeln, einmal zum Spielen, aber das war mir dann auch zu blöd. Deshalb habe ich das echt nur einmal gemacht. So, wir machen mal auf und gucken uns mal an, was denn hier alles drin liegt. Also, wir haben hier, Moment, so könnt ihr das sehen, so, einmal das Steel Case, ja, mit der Majora's Mask, mit Majora's Maske quasi drauf, schön ausgestanzt. Das seht ihr auch eventuell, wenn ich das ein bisschen drehe, dass das jetzt kein, ja, drauf gedrucktes Bild ist, sondern das ist schön ausgestanzt. Und auf der Rückseite haben wir nochmal ein Bild vom Skull Kit. Und wenn wir das aufmachen, können wir hier dann die Anleitung, ja gut, Anleitung will ich es gar nicht mehr nennen, das ist dann eher das Faltblatt, das obligatorische, können wir hier reinlegen und dann das Spiel hier auf die Seite. Kennt man ja, sieht aus halt innen wie eine normale 3DS-Spielehülle. Ja, das ist also das Steel Case, sieht ziemlich schick aus. Majora's Mask kennt man ja vom Design her auch schon vom N64. Das Ganze ist ja ein Remake, genau schon so wie Ocarina of Time oder Star Fox bzw. Lilith Wars 3D. So, übrigens alles 3 N64-Spiele, muss man dazu sagen. Dann haben wir hier, das dürfte wahrscheinlich der Pin sein, der ist noch verschweißt. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das Ding aufmachen soll, aber da ich ja Zelda wahrscheinlich eh nie verkaufen werde, werde ich das jetzt mal öffnen, ist mir jetzt auch egal. Und dann gucken wir uns mal den Pin an. Ich kann das Ganze ja dann wieder vorsichtig reintun. So, also nichts zerreißen hier. So. Und ja, das sieht aus wie in so einem kleinen Schmuckkästchen, was man so beim Juwelier bekommt, wenn man seine Herzdame ja was zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder so schenken will. Und drauf auf diesem Schmuckkästchen, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist nochmal The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Das Logo also, so sieht das quasi in groß aus. Schön schick, glitzert schön und wenn wir das Ganze jetzt öffnen, ist hier dann der Pin, der wirklich, wirklich schick aussieht. Das muss man echt sagen. Sieht schick aus. Ich entnehme den mal. Wenn es irgendwie geht. Schon ist er mir hingefallen. Zerkratzt, so, ist nichts mehr wert. Nein. So sieht das Ganze aus. Ist größer, als ich gedacht hätte. Hier ist dann die Büroklammer, klar, die Stecknadel, mit der man das Ganze dann auch am Pulli oder Gott weiß wo festmachen kann. Dahinter steht Copyright 2000 bis 2015 Nintendo. 2000 ist nämlich das Original erschienen auf dem N64, habe ich hinten noch in der N64-Sammlung stehen. Ich habe das Original aber leider nie durchgespielt, sondern bin dann immer in einem Tempel,
in den Wahnsinn getrieben worden, wo sich die ganzen Blöcke gedreht haben. Da habe ich dann auch immer Schluss gemacht und habe das Spiel nie weiter gespielt. Vielleicht sieht das beim 3DS anders aus, obwohl ich auch zugeben muss, dass ich Majora's Mask als das schlechteste Zelda erachte. Da trennen sich ja so die Gemüter, die einen sagen, das ist das Beste, weil frischer Wind und so, und die anderen sagen, ist das Schlechteste, und ich gehöre mit zu den Letzten, muss ich leider sagen. So, also der Pin ist wieder schön verpackt, wandert auch wieder zurück da, wo er hergekommen ist. Jetzt muss ich schon gucken, dass ich den nicht kaputt mache hier, die ganze Vorrichtung. Wir haben nämlich noch ein bisschen was in dieser Box hier liegen, und zwar haben wir hier einmal das Poster. Das kommt in einem Beutelchen. Machen wir mal auf und gucken uns mal den Inhalt des Ganzen an. Jetzt habe ich das Ding schon zerrissen, auch nicht schlecht. Also nicht das Poster, sondern den Beutel, das ist mir auch egal. Und dann machen wir mal auf. Ich denke mal, das kriege ich nicht ganz ins Bild rein. Also verzeiht es mir. Aber wir haben hier einmal Link, Dark Link, oder wie man ihn noch nennt. Ja, müsste ja. Dark Link mit den, sind das die Riesen im Hintergrund? Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, keine Ahnung. Und natürlich nochmal die Maske, also alles schön finster gehalten. Und auf der Rückseite des Ganzen haben wir nochmal ein Bild von Skull Kid, wie er Majora's Mask in Händen hält und der Schatten dann einen sehr wahnsinnigen Skull Kid zeigt. Schönes Poster, schöne Qualität, es ist dickeres Papier, also es ist jetzt nicht diese Billigqualität, wie man sie bei Postern in zum Beispiel Zeitschriften kennt, sondern schön wertig, hätte ich jetzt echt nicht gedacht, wirklich, also gefällt mir sehr. Ich werde es aber nicht aufhängen, weil ich A, hier eh keinen Platz habe und B, das Ganze ja auch schön wieder in das Ding, in die Box tun möchte, weil das ja hier bei mir im Schrank verschwinden soll. Ich werde ja das Spiel spielen, aber alles andere wird dann schön in der Collector's Edition Box bleiben. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich das hier auch wieder einpacke in dieses Beutelchen, das Poster, damit da ja nichts drankommt. Meine Fingerabdrücke sind da ja schon drauf, wird jetzt der geneigte Sammler sagen. So, okay, fertig. Also, das ist das Poster. Wir haben jetzt drei Sachen gesehen, und was jetzt noch fehlt, ist natürlich das Hauptspiel. Und das ist hier natürlich auch nochmal drin. Schön, und das ist nicht ein Download-Code ist, wie man das ja bei anderen kennt, wie zum Beispiel Child of Light. Nein, hier ist es anders. Hier ist es nämlich dann tatsächlich schön das Spiel in ganz normalem 3DS-Case. Schönes Artbook, also Artwork. Gefällt mir sehr gut. Das deutsche N64-Artwork war ja dann eher blass. Das war ja in grün plus nur das Logo. Hier haben wir nochmal Link und ein paar andere Figuren, wie zum Beispiel Angorone, der Maskenhändler, und ganz hier im Hintergrund könnt ihr ihn sehen, da ist nochmal Skull Kid. Und natürlich der böse fiese Mond, der droht auf Termina zu fallen. Hier steht auch nochmal, dass das Ganze kompatibel mit dem Nintendo 2DS ist. Und ja, darf man natürlich auch mit dem neuen, mit dem New 3DS spielen. Das, was ich vorhin noch gesehen habe, das habe ich euch gar nicht gezeigt, ist nämlich, dass das Ganze wohl auch Circle Pad Pro geeignet ist. Das seht ihr hier. Ich habe zwar das Circle Pad Pro, aber leider nur für den normalen 3DS, weil ich den mal gehabt habe. Mittlerweile habe ich den normalen 3DS nicht mehr. Und das Circle Pad Pro, was ich habe, passt nicht mehr mit meinem 3DS XL. Das heißt, ich kann das so leider nicht gebrauchen. Aber Zelda Ocarina of Time 3D konnte man auch ohne Circle Pad gut spielen. Und da gehe ich mal von aus, dass das bei diesem hier auch nicht anders sein wird. Wir haben auf der Rückseite mal keine Screenshots, sondern ein weiteres Artwork. Sieht man ja so auch nicht oft. Darauf zu sehen ist Link, der Maskenhändler, und das Skull Kid. Habe ich so echt noch nie gesehen. Normalerweise preisen die Händler bzw. die Entwickler hier ja noch so ein bisschen die Spielszenen an. Ist in dem Fall nicht so, okay. Und dann machen wir das Ganze mal auf. Ich werde es ja eh spielen, also braucht es nicht versiegelt zu sein. Bin schon ganz heiß drauf. Wird dann wahrscheinlich nachher auch zocken, obwohl hier noch Evolved ungespielt rumliegt auf der Xbox One, aber das ist mir jetzt auch egal. Zelda geht einfach vor. Und ich krieg die Folie hier nicht ab. So, einfach zerreißen. Wow, ich bin wahnsinnig. So, okay. Also, hier ist dann nochmal der Nintendo Sternecode, obwohl das auch ziemlich unsinnig ist, weil der Sternekatalog so an sich ja auch nicht mehr existieren wird bald. Das Modul sieht dann so aus von Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Und dann haben wir hier noch die obligatorischen Faltblättchen, ne? Kennt ihr ja. Das sind die ganzen DS-Varianten, und dann haben wir hier noch ein paar Bildchen mit drin, wie zum Beispiel von Pokémon oder von A Link Between Worlds oder Tomodachi Life oder die ganzen Mario-Spiele, die es momentan auf dem 3DS, New 3DS so gibt, und natürlich auch Yoshi's Island und Luigi's Mansion.
Ja, das war's aber auch, glaube ich, schon. Und dann die obligatorischen Sicherheitshinweise. Hier gibt es noch nicht mal ein Faltblatt zu Legend of Zelda, Majora's Mask 3D, wo die Steuerung oder so erklärt wird. Darauf hat Nintendo hier komplett verzichtet. Finde ich schade. Ich finde es echt schade, dass Nintendo, das habe ich auch schon öfters gesagt, sich abgewendet hat von den normalen, traditionellen Anleitungen. Finde ich echt schade. Die haben mir immer sehr gut gefallen bei Nintendo-Spielen, weil sie halt auch oftmals in Farbe waren. So, Leute, das war's. Also einmal das Spiel, natürlich die schicke, schicke Special Edition Box. Und dann hier, ich tue mal das Plastik hier weg, und dann einmal das Poster, einmal der Pin und das Hardcase. So sieht es also aus. Ich rückt euch das mal so ein bisschen ins Bild zurecht, damit ihr auch ein bisschen was sehen könnt. So ist das, glaube ich, am besten. Wie gesagt, das sind die ganzen Sachen, die man hier bekommt. Das ist auch blöd, machen wir es so, zack. Okay, ja, ich freue mich sehr drauf, ich werde dann gleich mit anfangen und bin mal gespannt, wenn ich es hinkriege, werde ich dazu ein Review machen, wenn es von euch auch gewünscht ist, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir aber auch schreiben, ob eure Special Edition schon da ist, ob ihr sie bestellt habt oder auch nicht. Mögt ihr Majora's Mask oder auch nicht? Wie sind da so eure Erfahrungen mit dem N64 Original? Und ganz spannend für mich, habt ihr euch auch den New 3DS XL bestellt oder den New 3DS, den normalen? Diskutiert mit, würde mich mal interessieren. Ich freue mich sehr auf Majora's Mask und werde das Ganze gleich auch sofort einschmeißen und loszocken. Das war es aber an dieser Stelle von mir, von diesem traditionellen Unboxing. Musste mal wieder sein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder mit einem neuen Video. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Das Spiel will nicht liegen bleiben. Adios und bye bye.